Bravo, bravo, bravo. Bravo Bones, bravo Flair. Was geht ab, meine lieben Freunde? Und zwar wollte ich euch auch mal ein bisschen über dieses Thema Bones gegen Flair ein paar Infos geben. In den letzten Wochen hat es ja immer wieder kleine Sticheleien von beider Seiten gegeben. Der eine wollte boxen, der eine wollte es live veröffentlichen, dass man sich das live anschauen kann, auf Video aufnehmen, bla bla bla. Vor einigen Tagen habe ich auch gesehen, da gab es irgend so ein Bild, was Bones gepostet hat, wo Flair kommentiert hätte, das wäre kopiert. Danach hat Bones dieses Bild rausgenommen. Also das ist wirklich, da kommt wirklich jeden Tag, glaube ich, ein paar Geschichten raus, die meiner Meinung nach immer wieder ein bisschen lächerlicher werden. Deswegen wollte ich mich zu diesem Thema kurz äußern, Freunde. Jeder denkende Mensch weiß, oder besser gesagt, okay, da gibt es wirklich einige Kinder, die es vielleicht daraus nicht wissen, Freunde, aber Rap besteht aus Aggression. Rap ist Aggression. Ne? Ursprung von Rap ist auf jeden Fall Wut, Aggressivität und auch manchmal vulgäre Ausdrücke. Das ist auf jeden Fall klar. In den letzten Jahren oder letzten Monaten hat es wirklich, ehrlich gesagt, kaum wirklich Aufruhr gegeben. Es gab wenig Beef-Geschichten, wenn man so überlegt. Farid Bang verträgt sich mit Flair, Kollega verträgt sich mit San Diego, Bushido verträgt sich mit dem und den und bla bla blub, Freunde, versteht ihr? Die Action ist raus. Es gibt keine Action mehr. Das ist das Problem. Du siehst einfach nur, jeder featuret den anderen, der eine featuret den, Freunde. Es ist einfach, das ist nicht mehr Rap. Versteht ihr, Freunde? Das ist nicht mehr Rap. Rap ist Beef. Rap ist, wenn man nach Amerika guckt, Freunde, da gibt es, puh, Freunde, überlegt mal, damals, da haben sich Leute gebieft, Freunde, das ging um Morde, da haben sich Leute ermordet, ja, und hier in Deutschland, das ist gar kein Rap mehr. Also man muss auf jeden Fall Rap verstehen, um Rap richtig zu erklären, und ich habe in den letzten Jahren wirklich immer wieder Leute gesehen oder Rapper gesehen, die sich mit denen vertragen haben, wo sie jahrelang Streit hatten, und was ist passiert? Beide haben Reichweite bekommen, beide sind großartige Künstler geworden. In Amerika ist das ganz, ganz anders, Freunde. Da wird wirklich gebieft, da wird wirklich abgeknallt, versteht ihr? Das ist Rap, ja. Deswegen, wenn mich jemand fragt, was sagst du zu Bones gegen Flair, Freunde, das ist... Ich will es nicht sagen, Freunde, aber ich sage euch nur eins. Jeder will Reichweite, jeder will Kohle. Und in Deutschland ist alles sehr eintönig geworden. Deshalb gibt es auch diesen Beef. Kann jemand beweisen, dass diese Geschichte echt sein kann? Nein, kann keiner. Weil, wenn man sich das so überlegt, Flair hat sich mit Beefs in den letzten Jahren wirklich sehr unbeliebt gemacht. Farid Bang hat, glaube ich, Flair so einen richtigen Stempel gegeben, und ich weiß auch nicht. Dann hätte man da durchaus auch einen Patrick Losensky drin gesehen, der ja wirklich auch mit vielen Sachen zu kämpfen hatte. Unter anderem auch diese Tiefkühlpommes und gefrierte Karotten anal eingeführt haben. Also diese Menschen... Ich kann diesen Rapper ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Für den einen oder anderen ist es wirklich ein cooler Rapper. Aber Freunde, ich meine, guckt euch das Album von Farid Bang an. Das Album von Farid Bang, Asphalt Massacre, da geht es komplett... 16 oder 17 Tracks, ich weiß nicht, komplett nur gegen Flair. Versteht ihr? Das war geil. Und diesen Ruf, den kriegt er nicht mehr weg. Versteht ihr, was ich meine? Die alte Generation geht raus, es kommen wieder neue, ist klar. Und die hören sich das vielleicht noch an und die feiern diesen Rapper, ne? Aber die alte Generation, so wie ich krieg da nur das Grinsen und das Lachen, ja? Ja, Freunde, das ist auf jeden Fall mein Statement zu der ganzen Geschichte. Ich werde natürlich, wenn ihr wollt, ein bisschen mehr recherchieren, ein bisschen mehr informieren. Aber ich sag euch eins: Glaubt nicht immer alles, was in Deutschland passiert. Da ist nämlich sehr vieles fake. Und ich finde es auch schade, dass manche Plattformen nicht so kritisch darüber berichten. Ja, also die meisten Plattformen, die ich kenne, ich will jetzt keine Namen nennen, aber die meisten Plattformen auf YouTube, die berichten immer so, dass es, ja, der hat Beef mit denen, das ist eskaliert und bla bla bla. Anstatt, weil die wissen die Wahrheit. Die wissen die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, ich habe nichts gesagt. Es ist kein Fake Beef. Nein, Freunde, das ist natürlich eine krasse Diskussion. Es ist nämlich krass. Freunde, hinterfragt, recherchiert, und ihr werdet immer die richtige Antwort bekommen. Und wenn der Nächste sich jetzt wieder beeft, zum Beispiel letzte Woche gab es einen kleinen Beef zwischen Azad und Manuelsen, habe ich auch gesehen. Und neuer Künstler von Manuelsen oder einer, der schon länger mit ihm dabei ist, KIZ, hat gegen ihn irgendwie geschossen. Ja, Freunde, das sind so Dinge, da denke ich mir, okay, ich sage nichts mehr dazu. Freunde, das ist meine Meinung zu diesem Thema gewesen.
Meinungen sind ja immer wieder verschieden, Freunde. Wenn ihr eine andere Meinung habt, könnt ihr euch gerne hier unten bemerkbar machen. Ihr macht es eh nicht. Also ich danke euch fürs Einschalten, meine lieben Freunde, und peace and out.